Der Bambus und seine Speer. Die Natur ist immer daran bestrebt, sich ständig zu vermehren. Egal welche Pflanze, jede möchte sich vermehren. Beim Bambus kann das doch jedoch sehr schnell zur Plage werden. Zum Herbst hin sendet der Speer, um zu gucken, in welche Richtung sich er noch fortpflanzen kann. Will man den Bambus im Zaun halten, sollte man regelmäßig eine Kante um den Bambus herumstechen. Die Speer werden entdeckt und können so rechtzeitig entfernt werden. Erst recht zur Rasenseite sollte man diesen Vorgang regelmäßig wiederholen. Diese drei Speer habe ich soeben aus dem Bambus herausgestochen. Zum Vergleich, wie groß sie schon sind, stelle ich mal meinen Schuh dazu. Es ist verrückt, mit was für einem Tempo sich dieser Bambus fortpflanzen will. Mit diesen Wurzeln, die als Widerhaken dienen, krallt er sich fest und die Spitze schießt immer weiter und immer schneller durch das Erdreich und sucht sich seinen Weg. Also aufgepasst! Wer sein Bambus liebt, aber auch seinen Rasen, sollte zum Herbst hin regelmäßig Kontrolle laufen.